machen wir mal wieder was unter der Rubrik ganz schnell, ganz einfach, ganz lecker. Dieses Gericht habt ihr in 20 Minuten fertig. Wir machen eine italienische Nudelwurstpfanne mit Gemüse, grober Bratwurst und stückigen Tomaten aus dem Tetrapack. Ganz leckere, schnelle Küche. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachkochen. Die Zutatenliste wie immer am Ende des Videos zum Abschreiben oder Screenshotten, wie ihr möchtet. Bis denne, wir sehen uns. Italienische Nudelwurstpfanne brauchen wir folgende Zutaten. Natürlich Nudeln. Ich nehme Penne, grobe Bratwurst in Scheiben geschnitten, eine rote Zwiebel, drei Knoblauchzehen, eine grüne, eine gelbe Paprika, man kann auch rot nehmen noch dazu, was man gerade so hat. Ein Tetrapack stückige Tomaten mediterran gewürzt. Dann brauchen wir zum Anbraten noch etwas Öl und vielleicht an Gewürzen noch etwas Rosmarin dazu, Salz und Pfeffer. Und zum Schluss, zum Servieren, kommt noch etwas Parmesan drauf. Ganz schnell, ganz einfach, ganz lecker. So, als erstes schwitzen wir wie immer Zwiebeln und Knoblauch an. Dann kommt die Bratwurst dazu. Scheiben ein bisschen auseinander machen, dass sie nicht zusammenkleben. Und die schön anbraten, bis sie Farbe bekommen. So, haben wir die Würstchen schön angebraten hier. Kommt der Paprika hinzu und wird mit angebraten. Auch schön anbraten und dann wird mit Tomaten abgelöscht. So, machen wir ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Und löschen mit den mediterran gewürzten Tomaten ab. Dann muss köcheln, bis der Paprika weich ist. Und in der Zwischenzeit machen wir dann schon mal die Nudeln. So, Nudeln haben wir fertig, nach Packungsanleitung 8 Minuten gekocht und das Wasser abgegossen. Die kommen jetzt hier rein.
Wie gesagt, ich habe Penne genommen. Man kann auch Physali oder Eichel nehmen, wie man möchte. Ganze noch ein bisschen durchziehen, dann haben wir schon fertig. Ganz einfach, ganz schnell, ganz lecker. Meine schnellen Feierabendgerichte. Bisschen Rosmarin können wir noch dran machen.